Hallo, herzlich willkommen zu Intergeo TVs Tech Talk. Heute über Pure Surveying und Hexagon. Heute bei mir hier in der virtuellen Leitung ist Alexander Georg. Er ist Segment Manager Survey Solutions, Leichhardt Geosystems, part of Hexagon. Hallo, Herr Georg. Hallo. Schön, hier zu sein. Hallo. Ja, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir hätten gerne einen Einblick in das Motto, das Hexagon gewählt hat für die Intergeo Digital 2020. Pure Surveying and much more und vieles mehr. Erzählen Sie uns mehr davon, was wir da erwarten können. Ja, mit Pure Surveying, mit dem Motto auf der diesjährigen Intergeo, wollen wir an die lange Geschichte anknüpfen, die Leica Geosystems in der Vermessungstechnik hat. Seit 200 Jahren beschäftigt sich die Firma mit Vermessung. Und im Pure Surveying-Bereich wollen wir dieses Vermächtnis der Schweizer Innovationskraft hier voranbringen und zeigen, was sich in dieser Zeit getan hat und was die neuesten Innovationen in dem Bereich aktuell sind. Wie unterstützen Sie denn da den Bereich Vermessung, die Vermesser mit diesen Innovationen und diesen Entwicklungen in diesem großen Bereich pure Surveying, also Vermessung? Ja, wir unterstützen hier, das ist uns ganz wichtig, die gesamte Vermessungsbranche, also angefangen von den Geschäftsinhabern, von Geschäftsführern über Vermessungstechnikern, aber auch Vermessungsingenieuren, Bauingenieuren, allen, die mit der Vermessung zu tun haben. Und wichtig ist es uns hier, ein zuverlässiger Partner zu sein, der der Vermessungsbranche hilft, erfolgreich zu sein. Dazu bieten wir überlegene Hard- und Softwarelösungen an, aber eben auch ein maßgeschneidertes und skalierbares Angebot an Kundendienstleistungen und Supportleistungen, die das ganze Portfolio ergänzen und es unseren Kunden ermöglichen, für ihre Kunden effizient und schnell arbeiten zu können und immer beste, präziseste Leistung abliefern zu können. Ja, Sie haben viele Innovationen für Vermesser auch mitgebracht auf die Intergeo Digital. Präsentieren Sie in Ihren digitalen Ständen, in Ihren virtuellen Räumen auf der Stage. Welche Innovationen sind da zu erwarten? Was können Sie uns anteasen? Worauf machen Sie mehr Lust an der Stelle? Ja, auf eine Sache freue ich mich ganz besonders, dass wir die dieses Jahr auf der Intergeo Digital präsentieren können. Das ist die neueste Innovation aus unserer Produktentwicklung. Es ist wieder eine Sensorfusion. Wir sprechen ja sehr, sehr häufig über die Zusammenführung verschiedener Sensoren. Und so ist jetzt hier in einem Produkt ein GNSS-Empfänger, ein Inertialmesssystem und eine Kamera zu einem neuen visuellen Positionierungssystem zusammengeführt worden. Das Ergebnis ist ein GNSS-RTK-Rover, der so leistungsstark ist, dass Sie das messen können, was Sie sehen können. Man kann hier, es ermöglicht dem Anwender, Objektpunkte zu messen, die er gar nicht direkt anfahren kann oder berühren kann, sondern einfach optisch zu messen. Das kann man sowohl im Feld draußen machen, als auch im Büro im Nachgang, also eine ganz neue Innovation, herausragende Technologie, die wir hier vorstellen dürfen. Da steckt ja auch jede Menge Digitalisierung dahinter. Besonders wenn man den Beruf des Vermessers anschaut, hat sich da ja auch viel getan in den letzten Jahren. Auch die Intergeo ist da mit ihren Themen, ihrem Motto. Letztes Jahr war es No Digitalization Without Geoinformation. Jetzt ist es Geoinformation for a Smarter World. Die Digitalisierung und die Vermessung, wie gehört es zusammen? Wie spielt es da rein, auch bei Ihren Entwicklungen? Ja, die Digitalisierung ist der Schlüssel, würde man sagen. Heute ist es jedem klar, der sieht, wie sich unsere Welt entwickelt und wie wir auch so eine Krise überwinden können mit digitalen Maßnahmen. Die Digitalisierung ist wirklich die Schlüsseltechnologie heute. Arbeitsabläufe, die digitalisiert sind, können einfach schneller durchgeführt werden, erfordern weniger Nacharbeit. Man kann produktiver dadurch arbeiten und letzten Endes werden Unternehmen dadurch auch profitabler. So sind wir davon überzeugt, Vermessungsfachleute, die sich dafür entscheiden, in die Digitalisierung stärker zu investieren und einzusteigen, die haben die Chance, ihre Produktivität ganz klar zu verbessern und haben bessere Chancen, wettbewerbsfähig zu bleiben und ja, neue Unternehmenszweige zu gründen, neue Bereiche für sich zu entdecken.
Super, ich wünsche Ihnen ganz viele interessierte Besucher, Vermessungsingenieure, Interessierte an Ihren Innovationen, wie man damit umgeht mit Ihren Produkten. Das alles werden Sie zeigen und präsentieren. Und wir freuen uns auf die Intergeo Digital. Und ich sage danke, Herr Georg. Ja, vielen Dank. Wir freuen uns auch sehr drauf. Wir haben viele, viele Beiträge und freuen uns auf ganz, ganz viele Besucher auf der digitalen Messe und ganz viele Gespräche mit Ihnen. Dankeschön. Super, let's rock. Dankeschön. Tschüss.